Psychoaktiv. Rauschkultur und Bewusstseinswandel. Eine Sendung des Psychedelic Salon Leipzig. Willkommen zur ersten Sendung des Psychedelic Salon Leipzig. Im Studio für euch sind Lisa und Johannes. Wir sind ganz aufgeregt, euch durch diese einstündige Sendung zu führen. Jetzt auch im Radio. Denn normalerweise veranstalten wir jeden ersten Freitag im Monat Infoabende mit ExpertInnen zum Thema Psychedelika. Also jene bewusstseinserweiternden Substanzen, die die Menschheit schon seit Jahrtausenden auf aller Welt begeistern. Psychoaktiv, Rauschkultur und Bewusstseinswandel, so heißt unsere Sendung, die euch eine Einführung in die Thematik bieten soll, auch informieren, aufklären und warnen möchte vor Erfahrungen, die das Leben ja nachhaltig beeinflussen können. Darum dienen die Darstellungen keineswegs hier zum Aufruf vom Gebrauch von psychedelischen Substanzen und außerdem sind sie in Deutschland illegal. Wir haben eine passende Playlist zum Thema zusammengestellt und bevor wir gleich mehr über die Ursprünge von Psychedelika erfahren, geht's hier gleich los mit dem ersten Song, Pilze von Egotronic. Ich laufe durch die dunkle Nacht, ich laufe durch den Wald, ich laufe durch die dunkle Nacht, es ist bitterkalt, ich suche Pilze, auf einer Wiese seh ich sie. Delfine, die mit Kugelfischen spielen, um high zu werden. Katzen, die auf Katzenminze abfahren und sich regelrecht damit berauschen. Es scheint, als sei der Rausch nicht nur in der menschlichen Kultur von Bedeutung, sondern spielt ebenfalls im Tierreich eine wesentliche Rolle. Was sind das für Stoffe, von denen sich Lebewesen anscheinend angezogen fühlen und von so großem Interesse sind? Die Rede ist hier von Psychedelika. Über die Ursprünge von psychedelischen Bewusstseinszuständen, den Begriff Psychedelika und die Entwicklung der psychedelischen Kultur geht's in unserem ersten Bericht von Sebastian und Jana. Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich. Der Rausch. Das Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche beschreibt den Rausch als Grundlage von natürlichen Lebensvorgängen. Der Rausch ist so alt wie unsere Menschheitsgeschichte. Die Suche nach nicht alltäglichen Bewusstseinszuständen ist schon seit eh und je fester Bestandteil menschlicher Kultur. Der Gebrauch von Substanzen ist eine mögliche Methode, erweiterte Bewusstseinszustände zu erlangen. Hinweise zu psychoaktiven Pflanzen, Pilzen und anderen Substanzen lassen sich über viele Jahrtausende zurückverfolgen. Die Ursprünge des rituellen Gebrauchs reichen weit in die Altsteinzeit bis in die Hochkulturen der Antike. Sie setzen sich fort in den Mysterien von Tod und Wiedergeburt,
in Heilungszeremonien und in Stammesritualen indigener Kulturen. Auch die großen Weltreligionen wenden Techniken zum Erleben spiritueller Erfahrungen an. Hierzu gehören beispielsweise Fasten, Meditieren, Trommeln, Yoga, Musik, Gesang, Atemtechniken, Tanz und vieles mehr. Psychedelisch wirkende Substanzen werden oft auch als Entheogene, manchmal auch als Halluzinogene bezeichnet. Psychedelika jedoch als Halluzinogene zu beschreiben, ist irreleitend, da keine realen Halluzinationen erzeugt werden, sondern sogenannte Pseudohalluzinationen. Das heißt, dass visionäre Bilder als Trugbilder erkannt werden. Das Wort psychedelisch leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet die Seele offenbarend. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung und die Herkunft des Begriffs Entheogen. Er stammt ebenfalls aus dem Griechischen und meint so viel wie das Göttliche in einem entstehen und gewahr werden lassen. Zugeordnet wird der Begriff speziell dem rituellen Gebrauch von psychoaktiven Pflanzen und Substanzen mit halluzinogenen Wirkeigenschaften, hauptsächlich im Schamanismus. Demnach zielt Entheogen vor allem auf eine spezielle Art des Gebrauchs und nicht auf die Substanzart ab. In der Neuzeit markiert der Beginn des 20. Jahrhunderts das vermehrte Aufkommen von Psychedelika als Forschungsgegenstand. Einer der bekanntesten Stoffe aus dieser Substanzgruppe ist wohl das LSD. Es wurde 1943 durch den Schweizer Chemiker Albert Hofmann eher zufällig bei der Entwicklung eines Kreislaufstimulants entdeckt. Hofmann schrieb später: Zu Hause legte ich mich nieder und versank in einen nicht unangenehmen, rauschartigen Zustand, der sich durch eine äußerst angeregte Fantasie kennzeichnete. Im Dämmerzustand bei geschlossenen Augen, das Tageslicht empfand ich als unangenehm grell, drangen ohne Unterbruch fantastische Bilder von außerordentlicher Plastizität und mit intensivem, kaleidoskopartigem Farbenspiel auf mich ein. Was Albert Hofmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass er bei seinen Laboruntersuchungen wohl mit einem über seine Haut absorbierten Tropfen dieser Chemikalie in Berührung kam und den ersten LSD-Trip der Welt hatte. Dieser Stoff erlangte später große Popularität, vorwiegend unter jungen Leuten, Harvard-Professoren und anderen Freigeistern. Natürlich lotete auch das Militär das Potenzial verschiedenster Psychedelika aus. Zum Beispiel gab es Versuche mit LSD als Wahrheitsserum oder biologischem Kampfstoff, um herauszufinden, welche destruktiven Eigenschaften diese Substanz im Kriegseinsatz haben könnte. Jedoch offiziell mit wenig Erfolg. Denn statt der erhofften Effekte löste das verabreichte LSD bei den Probanden eher den Wunsch aus, das Militär zu verlassen. In dieser Hochzeit der freien Nutzung von Psychedelika kam es durch machtpolitische Gesetzesänderungen zu einem abrupten Ende. Denn in der Zeit der Hippie-Bewegung und dem damit verbundenen zunehmenden Gebrauch wurde in den Medien auch vermehrt über Fälle von Drogenmissbrauch berichtet. Daraus folgte die Konsequenz, dass sich ein Großteil der Staaten schlussendlich auf eine weltweite, rigorose Verbotspolitik einigte. Davon war auch die Forschung mit Psychedelika betroffen und Experimente mussten von nun an im Verborgenen stattfinden. Nach dieser langen Pause der absoluten Ablehnung durch öffentliche Stellen folgte dann erst in den 90ern wieder eine Untersuchung zu DMT durch Rick Strassman an der Universität New Mexico. Demnach kann die Einnahme bestimmter Psychedelika heilsam bei Erkrankungen wie Depressionen, Neurosen oder tiefsitzenden Ängsten, wie zum Beispiel der Angst vor dem Sterben bei unheilbar Kranken, sein. Weltweit zeichnet sich eine rasante Entwicklung rund um die Forschung zu den Themen Bewusstsein und Psychedelika ab. Wissenschaftliche Erkenntnisse durch zahlreiche Studien und weltweiten Forschungsprojekten von renommierten Wissenschaftlern tragen dazu bei, dass die psychedelische Kultur vielleicht einmal den Weg in die Mitte der Gesellschaft finden kann. Denn bei sachkundigem und verantwortungsvollem Umgang können Psychedelika ein wertvolles Werkzeug im Hinblick auf Heilung und Bewusstseinswandel des Menschen sein und damit eventuell eines Tages einen bemerkenswerten Beitrag für die gesamte Gesellschaft leisten. Vielleicht eine Transformation hin zu einem Weltbild, in dem der Materialismus an Wert verliert und unser aller Menschlichkeit an Bedeutung gewinnt. Über Herkunft und Nutzen von Psychedelika, ein Beitrag von Sebastian und Jana. Dass Psychedelika wieder salonfähig werden, wird übrigens auch psychedelische Renaissance genannt. Die begann vermutlich schon in den 60er Jahren in der Hippie-Bewegung. Besonders geprägt wurde diese Zeit von den Beatles. Die Band machte selbst Erfahrungen mit LSD und anderen psychedelischen Substanzen und widmete ihnen komplette Songs. Deshalb kommt jetzt der Klassiker Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles. Ja, während ich hier so ins Mikrofon spreche, da denke ich auch gleichzeitig darüber nach, was ich sprechen möchte. Also, meine Worte folgen meinen Gedanken. Das klingt ja erstmal logisch, oder?
Aber ist mir dabei auch bewusst, dass ich denke und wie ich denke? Ja, fest steht jedoch, dass uns im Alltag so einiges gar nicht bewusst ist. Zum Thema Bewusstsein, da haben wir uns mal in der Leipziger Fußgängerzone umgehört und das ist dabei rausgekommen. Bewusstsein ist für mich so im Hier und Jetzt sein. Also das, was ich jetzt gerade mache, ganz bewusst wahrzunehmen. Und seine eigene Existenz erkennt. Sie haben ja unterschiedlich, die Grade am Bewusstsein bei den Menschen ja unterschiedlich hoch ausgeprägt. Ja. Und ohne das, also manche nennen es auch Achtsamkeit, ja, aber es ist ja nichts anderes als Bewusstsein. Und ja, es ist schon wichtig und es eröffnet natürlich sehr, es eröffnet natürlich Welten, wenn man es hat, ja, weil man kann durchaus hinter die Dinge sehen und ist nicht so darauf angewiesen, dass andere Leute einem das interpretieren, auch wenn man das ja nicht möchte. Das sagen also die Leipziger und Leipzigerinnen über das Bewusstsein. Dass man dieses Bewusstsein verändern oder sogar erweitern kann, das haben wir bereits gehört. Zu diesem Zweck kann man unter anderem Substanzen zu sich nehmen. Und davon gibt es unzählig viele. Wir vom Salon kennen natürlich die ganze Bandbreite, aber kennst auch du dich aus? Zum Beispiel Mushrooms, LSD halt. Ist es? Ist auch. Das ist LSD, ja. Sowas wie Ketamin vielleicht noch. LSD. Cannabis, THC, Pilze, LSD. Standard, ja, und mehr ist auch nicht. THC, das ist irgendwie, das sind alles Abkürzungen, also frag mich, was die alles heißt. So, ja, bekannt wären mir halt eben Mushrooms. Ja, LSD sind ja eben auch nochmal psychedelische Drogen, aber sonst mehr kenne ich davon auch nicht, hab da auch nicht so viel Ahnung von. Von der Hippie-Droge zur Party-Droge, MDMA oder auch 3,4-Methylendioxy-N-Methylamphetamin, ist seit langem unter dem Synonym Ecstasy bekannt. Ja, in den 60er Jahren von der Hippie-Bewegung in Amerika entdeckt, ist Ecstasy als Liebesdroge oder auch Hack-Drug bekannt geworden. In den 80er Jahren wurde es dann zur Partydroge erhältlich in Pillenform. Ja, zu dieser Zeit bestand Ecstasy fast ausschließlich aus MDMA und später sind dann noch verwandte Stoffe hinzugekommen, von MDA, MDE bis hin zu MBDB. Dadurch dient der Name Ecstasy heute eher als Sammelbegriff für verschiedene aufputschende Substanzen. Alexander hat sich deshalb mal näher mit MDMA beschäftigt und fasst für uns zusammen, was es da so alles zu berichten gibt. Der deutsche Chemiker Anton Köllisch synthetisierte im Labor des Pharmakonzerns E-Merck erstmals MDMA. Im Jahr 1912 wurde für die Synthese ein Patent angemeldet. Danach ist die Substanz lange nicht beachtet worden, da die Versuche, in ihr ein Blutgerinnungsmittel zu finden, scheiterten. Der US-amerikanische Chemiker Alexander Shulgin experimentierte Anfang der 60er Jahre mit den Substanzen MMDA und MDA. An die Experimente anschließend beschäftigte er sich ab 1965 schließlich mit der synthetischen Herstellung des heute bekannten MDMA. Deren psychoaktives Potenzial erforschte Shulgin in Selbstversuchen. Ab den 70er Jahren beschlagnahmte dann die US-amerikanische Polizei die ersten MDMA-Konsumeinheiten. Bekannt wurde Shulgin, weil er 1978 mit dem US-Pharmakologen David Nichols die erste psychopharmakologische Studie zu MDMA veröffentlichte. In den darauffolgenden Jahren nutzten einige Psychotherapeuten MDMA in ihrer Praxis, bis es verboten wurde. Ein weltweites Verbot von MDMA veranlasste schließlich die WHO im Jahr 1986. Trotz dessen gewann MDMA an Bedeutung und gilt seitdem als eine der meistverbreiteten illegalen Drogen. MDMA in Form von Ecstasy wird auch als Es, Pillen oder Teile bezeichnet. Pillen gegenüber entstand eine größer werdende Skepsis, da zumeist unklar ist, welche Substanzen noch mit enthalten sind und wie hoch die jeweilige Dosis ist. Derbe Abstürze oder Krankenhausaufenthalte haben diese Skepsis unterstützt. Seit ein paar Jahren findet sich unter dem Begriff Molly ein Pulver im illegalen Verkauf, welches als reine Form von MDMA beworben wird. Reine MDMA-Kristalle werden auch als M oder Emma bezeichnet. Geruch und Aussehen lassen hier etwas besser auf die Substanz schließen und die Dosierung kann genauer erfolgen. Mit angefeuchteten Finger gedippt, in Wasser aufgelöst getrunken oder in Papier eingewickelt geschluckt. So wird M konsumiert. Die Wirkdauer liegt in der Regel bei 4-6 Stunden. Im zentralen Nervensystem schüttet MDMA Serotonin und Noradrenalin aus und mit etwas schwächerer Wirkung Dopamin. Dabei entfaltet sich innerhalb von 60 Minuten seine empathogene Wirkung, die das Gefühl der Nähe und Verbundenheit zu anderen Menschen verstärkt. Außerdem findet sich eine entaktogene Wirkung, die das innere Erleben verstärkt, und eine stimulierende Wirkung.
MDMA kann außerdem entspannend sowie enthemmend wirken und Gefühle werden intensiver wahrgenommen. Psychotherapeuten nutzen diese angstlösenden und kommunikationfördernden Wirkungen, um erlebte Traumata ihrer Klienten anzugehen. Trotz der vielversprechenden therapeutischen Nutzung muss auf Gefahren des privaten Gebrauchs hingewiesen werden. Hunger- und Durstgefühle sind oft ausgesetzt, was zu einer Dehydrierung führen kann. Blutdruck, Puls und Körpertemperatur erhöhen sich, was bei vorbelasteten Menschen sehr gefährlich bis tödlich enden kann. MDMA öfters angewendet, führt zu einer Toleranz, was das Konsumverhalten negativ beeinflusst. Vor diesem Kreislauf ist ausdrücklich zu warnen. Unerwünschte Wirkungen eines erhöhten Konsums können Muskelkrämpfe, vor allem im Kiefer sein, Muskelzuckungen, gesteigerte Eigenreflexe und Kreislaufstörungen. Das Runterkommen ist oft von depressiven Phasen begleitet, die sich auf ein Entleeren der Serotoninspeicher im Gehirn zurückführen lassen. Unter verantwortungsvollen Konsumenten ist eine dreimonatige Pause zwischen den Einnahmen gängig. Generell bestimmen Set und Setting stark, wie sich das Erleben von MDMA gestaltet. Ein negatives Umfeld oder eine schlechte Grundstimmung können zu einem unangenehmen Trip führen. Von Mischkonsum ist generell abzuraten, da die stimulierende und somit belastende Wirkung auf den Organismus hier empfindlich gesteigert werden kann. Trotzdem erfährt das sogenannte Flippen in den vergangenen Jahren immer größere Beliebtheit. Der Hippie-Flip beinhaltet dabei MDMA in Kombination mit Magic Mushrooms, also Pilzen. Der Candy-Flip mischt LSD und MDMA. Das war ein Beitrag von Alexander über die Potenziale und Gefahren von MDMA. Ach, übrigens, Lisa, du, ich habe da gerade so eine Mitteilung der Maps Foundation entdeckt. Aha. Die kennst du doch auch, oder? Ja, ja. Sind das nicht die, die auch Studien zu posttraumatischen Belastungsstörungen gemacht haben? Ja, ganz, ganz genau. Und jetzt erlaubt sogar die Europäische Arzneimittelagentur eine Phase-3-Studie zur therapeutischen Nutzung von MDMA. Und wenn alles gut geht, darf MDMA bereits 2022 therapeutisch in Europa eingesetzt werden. Fetzt. Unglaublich, oder? Geil. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Das Bild vom kaputten Junkie. Trifft das auf alle Menschen zu, die Drogen nehmen? Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum Menschen illegale Substanzen konsumieren und auch die psychoaktive Substanzen öfters mal auch in hohen Dosierungen verwenden und weder durchdrehen noch abstürzen oder auch abhängig werden. Agnes zum Beispiel, die ist sehr dankbar, dass sie Psychedelika kennenlernen durfte. Und die gelegentlichen psychonautischen Reisen sind ein Teil ihres Lebens. Agnes ist Teil des Psychedelischen Salons in Leipzig und jetzt bei mir im Studio, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Hallo Agnes. Hi Lisa.
Agnes, ist ja erstmal mutig, dass du über deine Erfahrungen hier im Radio sprechen möchtest. Also vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zu der ersten Frage. Und die Frage vielleicht auch überhaupt, warum nimmst du Psychedelika? Ja, also ich war schon immer sehr neugierig und ich finde es total spannend, wie sich bei Psychedelika die Wahrnehmung verändert und man so verschiedene Bewusstseinszustände erleben kann. Also das kann wunderschön sein, zum Beispiel wie sich, wenn sich halt die visuelle Wahrnehmung verändert und man dann so Farben intensiver wahrnimmt oder auch Muster oder Farbvorläufe in Dingen sieht. Ich finde es besonders schön, dann in der Natur unterwegs zu sein, wenn man dann Pflanzen, Tiere oder den Himmel oder Wasser oder was auch immer einfach anders wahrnimmt. Manchmal ist es auch skurril, wenn man zum Beispiel Menschen beobachtet auf LSD oder in der Stadt unterwegs ist oder so. Das kann auch echt schräg aussehen. Die akustische Wahrnehmung und das Erleben von Musik sind auch oft beeinflusst. Also es kann sich auch sehr, sehr schön anhören. Am schönsten finde ich es eigentlich, mit lieben, vertrauten Menschen zusammenzutrippen und auf Entdeckungsreise zu gehen oder rumzublödeln oder auch ernsthafte, tiefe Gespräche zu führen. Musik machen oder malen oder irgendwas anderes Kreatives machen ist auch toll. Man kommt da leichter in so einen Flow. Oh, und tanzen. Also die Körperwahrnehmung ist dann halt auch oft verändert. Und ich habe durch Drogen echt nochmal ein völlig neues Gefühl für meinen eigenen Körper beim Tanzen entwickelt. Großartig, echt. Ein ganz anderer Aspekt ist noch, dass ich mir von Psychedelika Lösungen für meine Probleme erhofft habe. Also, dass ich zum einen Antworten gesucht habe auf irgendwelche größeren Entscheidungsfragen oder Sinnfragen. Und auch, dass ich halt vor der Realität und von mir selbst fliehen wollte. Also mir ging es lange während meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit nicht so gut. Ich war extrem unsicher und mochte mich selbst nicht. Ja, und ich wollte mich einfach anders fühlen, glaube ich, dass der Schmerz und die Angst und die Selbstzweifel weg sind und dass ich einfach Spaß haben kann. Also ich glaube, ich habe mir oft gewünscht, dass die Substanzen mich irgendwie verändern oder halt auch, dass diese Einblicke in mein Unbewusstes und meine Psyche mir irgendwie helfen. Also ich glaube, im Grunde habe ich nach Heilung gesucht. Du hast gerade den therapeutischen Aspekt von deinen Erfahrungen mit Psychedelika angesprochen. Kannst du hier noch ein bisschen mehr erzählen? Ja klar. Also zum Beispiel meine erste MDMA-Erfahrung war da ganz prägend. Da war ich 25, also vor circa 9 Jahren und war mit einem guten Freund im Wald. Ich habe damals dann eine ganz tiefe Verbundenheit zur Natur gespürt und auch ganz viel Liebe gefühlt. Also meine ganzen Selbstzweifel und meine Selbstablehnung waren dann in dem Moment einfach weg. Und dieses intensive Erlebnis, wie sich das anfühlt und wie schön das ist, wenn man sich selber mag und wenn man auch den eigenen Körper so mag, wie er ist, das hat sich dann auch in meiner Erinnerung gehalten. Und auch in den Wochen danach war ich noch so voller Energie und total beschwingt. Psychedelika, vor allen Dingen halt so LSD zum Beispiel, verändern halt auch das Denken. Und ich hatte das auch schon öfters, dass ich dann während so psychedelischer Trips anders über Sachen nachgedacht habe und wie so einen anderen Blick auf Themen werfen konnte. Und dann zum Teil auch so Erkenntnisse hatte über meine Verhaltensmuster oder über meine Beziehungen zu anderen Menschen. Oder auch, wo ich mich dann so mit traumatischen Erfahrungen in meiner Kindheit auseinandergesetzt habe oder mit so Glaubenssätzen. Also ich würde schon sagen, dass Sachen, die ich während psychedelischer Erfahrungen erlebt habe, mich echt weitergebracht haben, so auf meinem Weg, ein glücklicherer Mensch zu werden. Aber das ist trotzdem ein langer Prozess und da waren andere Therapien und andere Methoden auch total wichtig dabei. Also ich glaube, man kann halt auf keinen Fall von irgendeiner Substanz oder Pflanze eine Instant-Lösung für alle seine Probleme erwarten. Aber ich bin auch durch meine eigenen Erfahrungen echt davon überzeugt, dass manche Substanzen ein hohes therapeutisches Potenzial haben, wenn sie bewusst verwendet werden. Optimal ist halt natürlich, wenn das begleitend so eine Psychotherapie passiert und professionell begleitet wird. Gerade bei Depressionen oder Traumaverarbeitung oder Sucht kann das sehr hilfreich sein. Und mittlerweile gibt es auch zahlreiche Studien, die das bestätigen. Ich hoffe echt sehr, dass die Gesetzeslage sich da bald diesen Erkenntnissen aus der Forschung anpasst und dass psycholytische Therapie bald wieder legal möglich ist und damit halt auch mehr Menschen damit geholfen werden kann. Oft wird ja auch gesagt, dass Psychedelika mystische bzw. auch spirituelle Erfahrungen hervorrufen, wodurch manche Leute ihre kompletten Leben umkrempeln. War das bei dir auch so? Also ich würde nicht sagen, dass ich komplett mein Leben dadurch geändert habe, aber ich hatte schon einige interessante Erlebnisse. Also durch Substanzen wie DMT oder auch höheren Dosierungen von LSD oder Psilocybin oder Kombinationen mit Ketamin oder anderen Stoffen, kommt es zu Erfahrungen, die halt wirklich komplett anders sind als die Alltagsrealität. Also das, was man dann Visionen oder Halluzinationen nennt. Da nimmt man den Körper und die Umgebung nicht mehr wahr und tritt ein in Zustände oder Dimensionen, in denen man dann bildlich oder räumlich Situationen oder Szenen erlebt oder auch anderen Wesen begegnen kann.
Man kann das vielleicht am ehesten ein bisschen mit Träumen vergleichen. Manchmal ist es auch eher abstrakt und man sieht Formen oder abstrakte Bilder oder erlebt intensive Sinneseindrücke. Das kann sehr, sehr schön sein. Manchmal auch völlig verrückt und total merkwürdig. Oder es kann auch unangenehm und beängstigend sein. Zum Teil ist man sich in den Zuständen dann noch bewusst, wer man ist und dass man gerade eine Substanz genommen hat. Zum Teil weiß man das in dem Moment aber auch nicht mehr. Und es ist kein Ich mehr da, sondern nur noch das reine Erleben ohne die Erinnerung, dass man ein Mensch ist und dass man ein Leben hat. Ich hatte mit DMT mal eine Erfahrung, wo ich zu meiner Entstehung als Agnes zurückgereist bin und was erlebt habe, was ich so interpretiere, als dass das der Moment war, wie sich meine Seele für dieses Leben entschieden hat. Danach habe ich dann wie so einen Kurzabriss über meine komplette bisherige Biografie gesehen und dann sind noch ein paar andere Sachen passiert. Und dann war ich wieder zurück in dieser materiellen Wirklichkeit und habe mich irgendwie total gut gefühlt. Also ich glaube, dass mir dieses Erlebnis da geholfen hat, irgendwie meine eigene Identität oder mein eigenes Leben mehr so anzunehmen, wie es ist. Also dieses Gefühl, dass meine Existenz richtig ist. Ich hatte auch schon mehrfach psychedelische Erfahrungen, wo ich sehr direkt den Kontakt zu dem erlebt habe, was ich als Gott bezeichnen würde. Und das hat auch in meinem Alltagsleben mein Vertrauen bestärkt, dass das immer da ist und dass auch diese universelle Liebe immer da ist. Ich finde es auch total bereichernd, wie sich bei mir Substanzerfahrungen und Meditation oder auch Yoga gegenseitig beeinflusst haben. Ah ja, da kann man sicherlich jetzt auch noch ganz lange weiter erzählen, wenn es um Gott geht, um die spirituellen Erfahrungen. Wie hast du Gott wahrgenommen? Wie sieht Gott aus? Können wir bestimmt noch eine Stunde drüber reden. Ja, mich interessieren aber auch vor allem die Gefahren, die du bei Psychedelika siehst. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du für negative Erfahrungen gemacht? Also generell, wenn es um Drogen geht, hatte ich die meisten Probleme mit Cannabis. Also ich habe einige Jahre meines Lebens täglich gekifft und da echt einiges an Lebenszeit vergeudet. Was so die klassischen Psychedelika angeht, hatte ich relativ wenig negative Erlebnisse. Was vielleicht damit zu tun hat, dass ich relativ spät angefangen habe, überhaupt Drogen zu nehmen. Also ich habe mit Mitte 20 angefangen, so jedes Wochenende auf Techno-Partys zu gehen und habe in der Zeit relativ viel Ecstasy genommen. Also das hat zum einen die unangenehme Nebenwirkung, dass es einem dann ein paar Tage später emotional ziemlich mies gehen kann. Vor allen Dingen, wenn man das halt zu hoch dosiert oder zu oft nimmt. Typisch ist es, dass Leute, die das jedes Wochenende nehmen, dann in der Wochenmitte ziemlich depressiv sind, also einen sogenannten Emo-Kater haben. Und je mehr man nimmt, desto schlimmer wird es mit der Zeit und man wird dann emotional ziemlich instabil. Nach ein paar Monaten haben dann bei mir die Teile auch gar nicht mehr gewirkt. Und seitdem nehme ich MDMA nur noch relativ selten und auch nicht so hoch dosiert und kann das so auch wieder genießen. Eine andere Sache war beim MDMA noch für mich, dass ich dann manchmal Situationen nicht mehr richtig einschätzen konnte und damals dann zum Teil meine Grenzen nicht mehr wahrgenommen habe und mit Leuten intim wurde, wo ich das nüchtern nicht gemacht hätte. Also MDMA verstärkt halt sehr die Empathie und man hat dann alle lieb und hat für alles Verständnis. Und meine Grenzen wahrnehmen und klar Nein sagen, war für mich halt auch sowieso lange ein schwieriges Thema, auch ohne Drogen. Aber da habe ich in den letzten Jahren echt viel gelernt und bin heute viel klarer und sowas würde mir heute auch auf Ecstasy nicht mehr passieren. Ansonsten hatte ich öfters unangenehme Erlebnisse, wenn irgendeine Party war, zu der ich unbedingt wollte und es mir aber vorher irgendwie nicht so gut ging und ich unsicher war oder so, aber halt auch Angst hatte, irgendwas zu verpassen und dann dachte, ach egal, dann nehme ich jetzt was, damit ich mich gut fühle und sowas funktioniert halt nicht. Also gerade Psychedelika können Selbstzweifel auch krass verstärken bzw. in den Fokus rücken und dann war manchmal echt jeder Kontakt und alles total anstrengend und ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Was die stärkeren Trips angeht, also ich hatte noch nie einen Horrortrip oder so. Ich hatte schon unangenehme Erfahrungen, wo ich mich bei höheren Dosierungen dann plötzlich völlig verloren gefühlt habe im Nichts oder in irgendwelchen leeren oder sehr verwinkelten Dimensionen und Angst hatte, ich finde nicht zurück oder ich hänge in der Zeitschleife fest. Aber das waren immer kurze Momente und ich habe das dann im Nachhinein eigentlich auch nie bereut und eher als interessante Erfahrung gewertet. Es gab auch Trips, bei denen ich sehr viel Schmerz und Traurigkeit gefühlt habe und dann sehr viel geweint habe. Aber ich glaube, dass das auch gut und richtig war, dass das dann in dem Moment raus konnte. Krass, ja. Das klingt auf jeden Fall sehr intensiv und auch sehr nah bei dir und deinen Gefühlen. Ja, wir kommen jetzt langsam zu einem Ende. Und ja, gibt es denn irgendwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen irgendwie mitgeben möchtest und was du dir auch selbst für die Zukunft wünschst? Weil es klingt ja wirklich danach, dass dir Psychedelika sehr wichtig sind und dir bei deiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen haben und auch helfen. Was ist es, wie deine Zukunft aussieht, was du dir wünschst?
Ich wünsche mir natürlich, dass die Gesetzgebung sich bald ändert und dass erwachsene Menschen frei darüber entscheiden dürfen, welche Substanzen sie verwenden und welche nicht. Also diese Drogengesetze, die auf Verbot und Repression bauen, richten viel mehr Schaden an, als dass sie Menschen tatsächlich schützen. Also besonders die Lage von Menschen, die Probleme mit Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit haben, wird durch Kriminalisierung und Stigmatisierung oft noch verschlimmert, als dass die Menschen eine hilfreiche Unterstützung erfahren, um ihre Probleme zu bewältigen. Die Illegalität führt außerdem halt zu viel Leid dadurch, wie Drogen produziert und gehandelt werden. Und außerdem weiß man oft nicht, wie rein eine Substanz ist und was genau drin ist, was dann auch das Risiko von unerwünschten Wirkungen oder Überdosierung erhöht. Das Verbot von bestimmten Substanzen oder mittlerweile auch ganzen Stoffgruppen führt außerdem dazu, dass Drogenhersteller immer wieder zu noch riskanteren neuen Substanzen ausweichen, deren Wirkungen halt zum Teil kaum abschätzbar sind, was viel gefährlicher ist, als Psychoaktiva zu konsumieren, die bereits gut erforscht sind. Ja, also der Wunsch nach Rausch und nach Bewusstseinsveränderung gehört seit jeher zur Menschheit und ich wünsche mir für unsere Gesellschaft eine Kultur der Drogenmündigkeit und des selbstbestimmten und bewussten Umgangs mit der eigenen Psyche und mit dem Körper und halt auch mit psychoaktiven Substanzen. Klar gibt es dabei Risiken, aber ich denke, bestimmte Formen des Konsums psychoaktiver und aktuell auch illegaler Substanzen sind halt durchaus vereinbar mit einer gesunden und bewussten Lebensführung. Und gerade wenn man das Gefahrenpotenzial von Psychedelika mit dem von zum Beispiel Alkohol vergleicht, sieht man, wie absurd die Gesetzeslage da einfach gerade ist. Also um den Umgang mit psychoaktiven Stoffen so sicher wie möglich zu machen, sollten Menschen sich offen und bestmöglich informieren können und sich auch offen über ihre Erfahrungen austauschen können. Und ich wünsche mir, dass diese Radiosendung dazu vielleicht einen kleinen Beitrag leistet. Vielen Dank, Agnes, dass du so offen mit uns über deine persönlichen Erfahrungen mit Psychedelika gesprochen hast. Im nächsten Beitrag geht es hier um einen Verein, der sich für eine grundsätzlich neue Drogenpolitik einsetzt und Substanzkonsum entkriminalisieren möchte. Das Interview dazu gibt es nach dem nächsten Song, und zwar Dreams Wash Away von Joe Wong.
Laut dem Betäubungsmittelgesetz sind in Deutschland fast alle bekannten Drogen illegal, außer natürlich Alkohol und Nikotin. Ein großer Teil der Bevölkerung stellt diesen Ansatz wahrscheinlich kaum in Frage. Warum diese Haltung jedoch problematisch ist und wie es anders sein könnte, darum geht es im folgenden Interview mit Feline Edbauer. Sie gründete zusammen mit Julia Meissner das Projekt My Brain, My Choice, zu Deutsch Mein Gehirn, meine Entscheidung. Das Projekt fordert eine grundsätzlich neue Drogenpolitik. Das Interview führte Maximilian Wüsten. Er ist Leiter des Psychedelic Salon Leipzigs und betreibt den YouTube-Kanal Hyperraum. Ja, wir haben hier Feline Edbauer von der drogenpolitischen Initiative My Brain, My Choice für ein Interview gewinnen können. Erstmal herzlich willkommen, Feline. Schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und auch My Brain, My Choice, was ihr da eigentlich so macht. Also, ich bin Feline, ich lebe in Berlin seit ein paar Jahren jetzt schon, studiere moderne Süd- und Südostasienstudien und habe dort den Schwerpunkt gewählt, staatliche Gewalt im Namen des Drogenkriegs. Das heißt, ich beschäftige mich mit Drogenpolitik schon seit 2015, war dort in der Arbeitsgruppe, haben wir uns gefunden, ein paar Leute, weil wir wahrgenommen hatten mit der Drogenpolitik, wie sie ist, stimmt irgendwas nicht. Und wir wollen uns mehr damit beschäftigen und was dagegen tun. Und dann 2017 habe ich Julia kennengelernt in Berlin, an der Uni. Und wir haben beide keinen Anschluss gefunden, wo wir uns drogenpolitisch engagieren könnten. Und haben dann gesagt, okay, wir machen einfach, wir starten was von vorne. Wir starten die My Brain My Choice Initiative. Da bereiten wir verschiedene Inhalte auf, wo wir erstmal auch selber verstehen wollten, wie passt eigentlich, also wir haben Drogenkriege, wir haben das Thema Safer Use, Harm Reduction, wir haben das Thema Rassismus und so ganz viele verschiedene drogenpolitische Themen, denen wir uns annähern wollten. Genau, haben dann bereiten verschiedene Themen auf unserer Webseite im Blog auch auf und versuchen die so auch verständlicher zu machen für weitere Leute, die sich drogenpolitisch einbringen möchten. Wir veranstalten Themenabende in Berlin, also gerade haben wir damit ein bisschen eine Pause, aber dafür machen wir jetzt die Kampagne für eine neue Drogenpolitik in Deutschland, weil es einfach unerträglich ist, dass seit über 20 Jahren eigentlich noch länger von Fachleuten an die verantwortlichen der Regierung herangetragen wird, was man besser machen sollte und es einfach nicht angegangen wird. Haben wir jetzt diese Initiative mit der Petition gestartet. In eurer Petition fordert ihr ja eine grundlegend neue Drogenpolitik. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wieso genau eine neue Drogenpolitik nötig ist und was mit der aktuellen Drogenpolitik eigentlich falsch läuft? Ja, also wir haben eine Drogenpolitik, die nach außen hin den Anschein macht, Gesundheitspolitik zu sein. Aber tatsächlich können wir feststellen, zum Beispiel an den Todesfällen und wenn man sich anschaut, wie die zustande gekommen sind, in den meisten Fällen noch Überdosierung oder auch das Leid, das man sieht in Verbindung mit Drogengebrauch auf den Straßen zum Beispiel. Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass die Ursache für diese Probleme nicht die Substanz an sich ist, sondern die politischen Rahmenbedingungen dafür. Dass geschützter Konsum von illegalisierten Substanzen sehr schwer möglich ist und deswegen zu Problemen führt. Und wenn man da bereit ist, eine politische Neugestaltung vorzunehmen, die davon einerseits davon ablässt, zu sagen, es gibt Drogen, die böse sind und die müssen verboten und bekämpft werden, und andererseits bereit ist zu sagen, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel die Kriminalisierung, was offensichtlich dargelegt ist, dass die Kriminalisierung zu Problemen führt, da einen Cut machen zu wollen und sagen, okay, jetzt fangen wir neu an, wir machen eine drogenpolitische Gestaltung, die wirklich an Gesundheits, an den Anspruch an Gesundheit für alle ausgerichtet ist. Wie könnte denn eurer Ansicht nach eine andere Drogenpolitik aussehen? Also ist Legalisierung oder Entkriminalisierung aller Drogen sinnvoll oder was für ein Weg wäre da besser als der aktuelle? Naja, natürlich eine legale Regulierung und eine Entkriminalisierung. Eine legale Regulierung muss dann in unseren Augen so eine Kommission aus diversen Fachleuten ja, sich ausdenken, weil wir, also momentan wird Drogenpolitik auch ganz viel gedacht von der Seite der Suchtpolitik, was ja auch schon mangelhaft gestaltet wird. Aber Drogenpolitik ist ja so viel mehr. Es geht bei Drogen um Kultur, es geht um Psychologie, es geht um die Chancen der Medizin,
Es geht um die Entstigmatisierung von der Position von Abhängigen oder Personen mit einer Substanzkonsumstörung in der Gesellschaft, wie diese Fehler auch, die bisher begangen wurden und die Schäden, die das Betäubungsmittelgesetz zur Folge hatte, wie die auch wieder korrigiert werden können oder denen entgegengewirkt werden kann. Da braucht es ganz viele verschiedene Perspektiven, auch aus der Pädagogik oder Erziehungswissenschaften, um ein Gesamtkonzept zu bilden für eine neue Drogenpolitik, die das alles berücksichtigt. Also unser Schwerpunkt beim Psychedelic Salon ist ja die Aufklärung über den bewussten Gebrauch von Psychedelika. Denkst du oder ihr, dass auch der immer bekannter werdende medizinische Nutzen dieser Substanzen in irgendeiner Weise auch eine Rolle spielt oder ein zusätzliches Argument für veränderte Politik da sein kann? Also ich vermute ehrlich gesagt mal, dass Daniela Ludwig nicht so viel über das Potenzial von Psychedelika weiß. Ja, habe ich noch nicht vernommen, dass sie darüber geredet hätte. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Treiber, diese medizinischen, gesundheitlichen Aspekte, weil kann man ja auch bei Cannabis als Medizin sehen, weil es dann plötzlich für einige Leute interessant wird, das Thema, die sich vorher nicht damit beschäftigt haben, weil sie diese moralische Abweisung hatten von wegen Drogen sind böse. Aber je mehr bekannt wird, dass sie Drogen auch einen Nutzen haben und in dem speziellen Feld ja der Psychedelika jetzt auch viel Forschung gibt und Erkenntnisse auch aus anderen Ländern und immer wieder neue Berichte rauskommen von wegen, man kann damit Alkoholsucht heilen und solche Sachen, ja, die kommen ins Gespräch und dadurch werden bestimmte Drogen auch interessant und bekommen eine andere moralische Wertung in der Gesellschaft und können dadurch einen anderen Status kriegen. Die Frage ist aber dann, und da gibt es auch Diskussionen in anderen Ländern, wo man da schon ein bisschen weiter ist in der Debatte, wie gerecht wird dann eine Legalisierung? Wer wird Zugang zu diesen Therapien kriegen? Weil wahrscheinlich wird es als erstes dann in der Psychotherapie eingesetzt werden dürfen, was natürlich fantastisch wäre und toll. Aber die Frage ist, wer hat Zugang zu diesen Therapien? Dann wäre jetzt schon ein Problem. Wer hat Zugang zu den Therapien, die es jetzt gibt? Und dann auch bei den psychedelisch begleiteten Therapien, wer dahin Zugang hat. Und es sind nicht diejenigen, die jetzt auch am meisten unter der Drogenpolitik leiden. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal an dich und an euch für euer Engagement in diesem Bereich und auch an dich jetzt für dieses Interview. Ja, danke schön. Die erwähnte Petition hat aktuell um die 19.000 Unterschriften. Die Initiatorinnen kontaktierten die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig und Gesundheitsminister Jens Spahn, um die Petition entgegenzunehmen. Wenn ihr noch weitere Informationen zum Projekt oder aber die Petition unterstützen wollt, dann schaut doch auf der Internetseite von www.mybrainmychoice.de nach. Das Interview von Max und Feline findet ihr auch nochmal in voller Länge zum Nachhören auf unserer eigenen Website www.leipzig.psychedelic.salon. Etwas möchte beginnen, etwas möchte von außen nach innen, etwas möchte von innen nach außen, etwas will sich mit etwas austauschen, denn etwas ist erwacht, etwas hat jetzt lang genug im Dunkeln verbracht, etwas hier drin will zerspringen und zerfetzen, etwas steht jetzt auf und wird sich nie widersetzen, denn etwas will jetzt fließen, durchbricht jede Schicht und zu sprießen, beginnt zu singen und zückt seine Klingen, um die Wüsten dieser Welt wieder zum Blühen zu bringen. Doch etwas traut sich nicht, verstrickt und versteckt sich. Etwas nennt sich nicht, erschreckt und entdeckt sich. Etwas ist und wird immer sein. Etwas bricht jetzt aus und etwas gliedert sich ein. Etwas verteilt alle etwas in viele kleine Teile. Etwas ruft Ausbruch, etwas ruft Verweile. Etwas will hassen und zerstören und sich rächen und die Klossen aller Blumen mit dem Krummsäbel aufbrechen. Etwas will nehmen und etwas möchte geben. Etwas will töten und etwas möchte leben. Etwas will die ganze Welt aus ihren Angeln heben. Will das alles nehmen und drehen und jedem etwas seinen Mangel nehmen. Alles um sich rum wie ein Fisch von der Angel nehmen. Ins Wasser schmeißen und nie wieder angeln gehen. Wo das Leben auf immer und ewig in Liebe ergeben. Parantatatam, etwas möchte beginnen, etwas möchte von außen nach innen, etwas möchte von innen nach außen, etwas will sich mit etwas austauschen, denn
Etwas ist erwacht, etwas hat es lang genug im Dunkeln verbracht. Etwas hier drin will zerspringen und zerfetzen. Etwas steht jetzt auf und will sich nie widersetzen. Etwas spricht gerade Wörter zum Takt. Die Bilder seines Geistes in etwas verpackt. Spricht sie dann aus, um sich selbst zu beschreiben. Schreibt sie auf, um sie sich selbst zu zeigen. Dem etwas, das hört und fühlt und sieht. Denn etwas spürt, dass etwas brennt, vor dem ein etwas flieht. Etwas will etwas sagen, etwas darf und muss. Etwas fängt jetzt an und beginnt mit dem Schluss, dass das Ende vorbei ist, denn der Anfang ist ewig. Etwas gebiert fortwährend und stetig, durchdringend und singend und schwingend und zwingend. Sein Lied jeden Augenblick von vorne beginnend. Zerrinnend und findend, hervorbringend, hinter seinen Formen verschwindend, steht es da. Es ist omnipräsent, aber unsichtbar. Es durchdringt alle etwas, und etwas zu durchdringen. Es ist, singt nicht ein Etwas, sondern etwas zu singen. Es völlig entflammt, hat das Etwas erkannt. Das Etwas, das brennt, steckt gerade alles im Brand. Ein Etwas will schreien, ein Etwas möchte schweigen. Ein Etwas möchte anderen etwas und etwas zeigen. Seht ihr denn nicht? Da ist etwas. Und schon hat etwas das Etwas verpasst. Das Etwas, das ist und war und wird. Das unsterbliche Etwas, das jeden Tag stirbt. Das Etwas, das wächst und lernt und reift. Das Etwas über Etwas begreift. Jeden Tag unmerklich und leise. Seine eigene Reise. Tarantatatam, etwas möchte beginnen, etwas möchte von außen nach innen, etwas möchte von innen nach außen. Etwas will sich mit etwas austauschen, denn etwas ist erwacht, etwas hat jetzt lang genug im Dunkeln verbracht. Etwas hier drin will zerspringen und zerfetzen. Etwas steht jetzt oben, wird sich nie widersetzen. Etwas will stillstehen und etwas möchte rennen. Etwas will sich auf den Kopf drehen, doch etwas möchte pennen. Etwas möchte tagelang nur Tautropfen trinken und mit Könnt ihn an großen Handflächen denken. Jedem etwas, das vorbeikommt, Handküsse schenken. Jedem sein eigenes Gedicht ausdenken. Etwas möchte frei sein und etwas will sich reiben. Etwas möchte gehen und etwas will für immer bleiben. Das war Schaban und Captain Peng mit Parantatatam. Psychoaktiv. Rauschkultur und Bewusstseinswandel. Eine Sendung des Psychedelic Salon Leipzig. Leider geht auch diese unsere so spannende Sendung langsam zu Ende. Schade. Ja, voll. Zuvor wollen wir euch aber gerne noch einen Ausblick auf Aktionen und Möglichkeiten zum Austausch geben. Der Psychedelic Salon Leipzig hält auch in den kommenden Wochen einige tolle Events für euch bereit. Kommt doch einfach mal vorbei bei einer unserer Veranstaltungen, jeden ersten Freitag im Monat. Hierfür sind keinerlei psychedelische Vorerfahrungen deinerseits notwendig. Jeder, der sich über dieses Thema bei uns austauschen möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Und wer sich zunächst einmal aus der Distanz weiter zum Thema Psychedelika einlesen möchte, der kann das auch gerne auf unserer Website tun unter leipzig.psychedelic.salon. Dort könnt ihr euch in den Newsletter eintragen, um ab jetzt über alles informiert zu werden und keinen Termin des Psychedelic Salons mehr zu verpassen. Abschließend möchten wir euch noch Danke sagen an alle Beteiligten dieser Sendung. Sebastian, Jana, Alex, Agnes und Max. Uns hat es super viel Spaß gemacht, die Inhalte für euch zu recherchieren und durch den Äther zu funken. Danke auch an unsere Interviewpartnerin Feline Edbauer von My Brain, My Choice. Ja, da haben wir sie doch alle, oder? Danke auch dir, Johannes, für diese wundervolle Co-Moderation. Danke auch dir, Lisa. Und da können wir eigentlich jetzt nur noch mit einem Song rausgehen, oder? Ich würde sagen, ja. Da kommt jetzt The Doors mit Indian Summer. Schönen Abend noch. Wünsche ich auch. Auf bald. The rest.
The